Patienten, die mit Covid-19 ins Krankenhaus kommen, prophylaktisch beispielsweise mit Heparin zu behandeln? Ja, das machen wir bereits. Also jeder Patient, der stationär aufgenommen wird, kriegt eine risikoadaptierte Therapie mit einem niedermolekularen Heparin. Das heißt, die Patienten, die mehrere Risikofaktoren mit sich bringen, die kriegen noch mehr Heparin, wie zum Beispiel die Intensivpatienten. Dort machen wir teilweise eine sehr intensivierte therapeutische Heparintherapie. Aber jeder Patient im Krankenhaus erhält diese Heparintherapie und wie gesagt, wir würden das auch vorschlagen für ambulante Patienten. Es gibt die Möglichkeit, einen gewissen Gerinnungsparameter zu testen. Das sind die sogenannten D-Dimere. Und in Studien hat sich gezeigt, dass die Patienten, die erhöhte D-Dimere haben bei Covid-19, wahrscheinlich ein höheres Risiko für einen schweren Verlauf haben. Man kann das mal testen und dann wahrscheinlich Patienten herausfiltern, die noch ein höheres Risiko haben. Die sollten in jedem Fall eine Heparintherapie kriegen, auch im ambulanten Bereich. Und weitere Studien müssen allerdings zeigen, wie gut wir diese Risikostratifizierung dann machen können, mit welcher Substanz. Daran anschließend, wie könnte eine Behandlung mit Blutverdünnern aussehen? Ist die generell sinnvoll oder könnten auch Nebenwirkungen auftreten? Wäre solch eine Behandlung bei allen Patienten sinnvoll oder nur bei schweren Verläufen? Ja, das habe ich quasi gerade dargestellt, aber natürlich müssen wir einfach aufpassen. Natürlich hat jedes Medikament Nebenwirkungen, wobei diese niedermolekularen Heparine gerade in der Kurzzeitanwendung, wir reden ja von einer Anwendung über 2 bis 4 Wochen, gut verträglich sind. Aber natürlich müssen wir aufpassen, gerade wenn wir über eine therapeutische Blutverdünnung sprechen, wo es auch Nebenwirkungen geben kann, nämlich Blutungen, dass wir nicht mehr Schaden anrichten als Nutzen. Und deswegen glaube ich schon, ist es wichtig, dass jeder Arzt und jede Ärztin das jetzt weiß, dass diese Empfehlung da ist, aber wir brauchen auch dringend sogenannte prospektive Studien, wo wir jetzt nochmal genau untersuchen bei Covid-19 und wie gesagt, werden weltweit auch schon jetzt durchgeführt, welcher Patient profitiert genau von welcher Substanz über welchen Zeitraum. Dazu muss man jetzt weitere Studien durchführen, um das ganz genau herauszuarbeiten, weil wie gesagt, wir wollen keine Blutungskomplikationen, keine Nebenwirkungen dieser Therapie jetzt für unsere Patienten.